Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Book of Unwritten Tales 2, dem wundervollen Abenteuer mit Wilbur Wetterquarz, dem netten Herrscher, den netten Herren und netten Herrscher, denn er hat einen wunderschönen Lorbeerkranz auf dem Kopf, dem wundervollen Herren, der hier gerade dabei ist, den komischen Geistwächter irgendwas zu erledigen oder zumindest es zu versuchen. Es ist ein bisschen merkwürdig, ich traue mich gerade kaum was zu machen, denn ich habe total Angst davor, dass wir hier richtig schön die Scheiße ins Rollen bringen. Ich bin sogar am Überlegen, dass wir ganz kurz erstmal zu Ivo wechseln, um mit der jungen Dame noch so ein paar Sachen hier drüben zu erledigen. Also, gehen wir mal ganz kurz mit Ivo. Gehen wir jetzt mit Ivo in die Schule und versuchen uns nochmal ins Lehrerzimmer zu schleichen. Okay, versuchen wir also mal an dem wundervollen Troll hier vorbeizukommen. Der Erzmagier befindet sich im Lehrerzimmer. Würde es einen anderen Zugang als die Tür da geben, hätte Wilbur es gesagt. Finde ich sehr schön. Sofern Van Buren oder der Direktor den Code nicht geändert haben, müsste ich damit durch die Tür kommen. Das Problem ist der Troll. Er würde es hören, wenn die Schiefertafel den Code sagt. Verstimmt. Verdammt. Können wir die Puppe irgendwie einsetzen? Wahrscheinlich nicht. Er hat mich noch nicht bemerkt. Solange ich leise bin, wird sich daran auch nichts ändern. Er hat mich. Okay. Was könnten wir machen? Laut Wilbur ist die Tür verschlossen. Gut, dann müssen wir also doch wieder zurück in die Bibliothek gehen, wie es aussieht, denn, ja, wir können leider nicht weitergehen. Schade. Die Tafel muss ja den Code quasi sprechen in die Tür, deswegen ist natürlich blöd. Der Spiegel ist natürlich viel kleiner als der Spiegel, der vorher drin war. Aber für einen kleinen Lichtstrahl sollte es reichen. Was für eine fürchterliche Kreatur. Der Geist hat Remy in die Falle gelockt und jetzt benutzt er mich, um an den Zauberstab zu kommen. Keine Ahnung, wie tief es darunter geht. Der Kellermeister hat von Höhlen und Spalten erzählt, die hunderte, manchmal tausende von Metern in die Erde hinabreichen. Das dürfte diese seltsame Maschine sein, mit denen die Kultisten Dinge vorhatten. Sieht nicht so aus, als sei sie kürzlich benutzt worden. Der Geist hat den Zauberstab den Schlüssel genannt. Ist die Maschine das Schloss? Okay, drehen wir doch mal den Spiegel. Genau. Ihm scheint das Licht nichts auszumachen. Er hat sich nicht vom Fleck bewegt. Hätte er klappen können. Oh, Remy. Wäre ich mit dir gegangen, wäre das bestimmt nicht passiert. Oder wenn, hätte ich Hilfe holen können. Aber hier können wir auch sonst nichts weitermachen, ne? Den anderen Spiegel. Oh, warte mal. Am Mondlichtstrahl kann man erkennen, wie düster es hier unten trotz der Sterne noch ist. Aha. Es ist alles andere als angenehm, geschrumpft zu werden. Ich sollte den Ring nur ein. Mit dem Geist lässt sich nicht verhandeln. Er will den Zauberstab und er ist bereit, Remy dafür sterben zu lassen. Ich muss das verhindern. Die Spiegel projizieren das Licht genau auf die Stelle am Boden, über der der Geist schwebt. Das könnte nützlich sein. Ich drehe ihn nicht weiter. Aber was bringt mir das denn, das Licht auf den Geist zu projizieren, wenn da sonst nichts weiterkommt? Irgendwas sonst noch? Nee, ne? Können tatsächlich nur die ganze Der Gott der Geschichten hat gesagt, der Geist verlasse nie die Insel. Vielleicht kann er nicht.
Ich brauche nur ein paar Minuten. Dann kann ich Remy befreien und mich mit ihm in Sicherheit bringen. Mit dem Geist lässt sich... Okay. Der Lichtschein ist jetzt genau unter dem Geist. Er scheint sich nicht daran zu stören. Okay. Dann gehen wir mal ganz kurz wieder zurück. Vielleicht wissen die Götter was. Ich war in dem Tempel und da ist ja ein fürchterlicher Geist. Ich weiß. Das sorgt für ein wenig Pep. Ein wenig Pep? Mein Freund liegt im Sterben. Und du hast nur wenig Zeit, um ihn zu retten. Ist das nicht spannend? Für dich ist das hier alles nur ein Spiel, oder? Ja, für mich auch. Aber hier sterben Ratten. Wenn Remy etwas passiert, weil ihr mir nicht helfen wolltet, dann... Ach, zum Teufel. Ich habe keine Zeit, mich mit Göttern zu beschäftigen. Probleme müssen gelöst werden. Was hat er denn? Ich habe genug von Göttern. Ich muss mich um Remy kümmern. Was könnten wir nur gegen den machen? Reden wir mal ganz kurz. Ach, verdammte Scheiße, Ivo ist ja wieder in der Bibliothek. Die könnte ja die Bücher mal fragen. Die könnte ja die Bücher mal fragen. Der Chat meinte, ich soll die Büße auf ihn schmeißen. Eine wundervolle Idee. Okay. Gehen wir doch mal hinauf zum Tor, genau. Und reden ich mit... Ich wüsste nicht, was ich... Und ehrlich gesagt... Dann so rum halt. Ivo! Was gibt's? Ich habe Remy gefunden. Im Tempel. In einer Falle. Ist er in Ordnung? Er ist in einer Falle. Ich bin nicht rangekommen. Ein ziemlich unheimlicher Geist bewacht ihn. Aber er sieht nicht gut aus, Ivo. Wir müssen ihn hier hochschaffen, dann kann ich mir seine Wunden ansehen. Dafür müssen wir an dem Geist vorbei. Du. Kann man Geister nicht bannen? Das müsstest du doch wissen. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich fand das immer zu gruselig. Ich schau mal, ob ich etwas rausfinden kann. Mach das. Ich muss weiter. Lass dich nicht erwischen. Mach's gut, halt die Ohren steif. Okay, das bedeutet, jetzt haben wir mit Ivo geredet und können jetzt hoffentlich bei den Büchern eine Möglichkeit finden. Immerhin sind es die Bücher. Die Bücher sind die Bücher und sind die Bücher. Habe ich schon erwähnt, dass es die Bücher sind? Ich glaube, es sind die Bücher. Also, reden wir mit ihnen. Und wir können mit ihnen reden. Oh mein Gott. Hi. Ich müsste wissen, wie man Geister bannt. Wieso? Bist du eine Geisterbannerin? Nein, eine Geisterbannerin. Nein. Aber wieso müsstest du es dann wissen? Als normale Elfe würde doch niemand von dir erwarten, dass du dich mit solchen Dingen auskennst. No. Ich meine, ich würde gerne wissen, wie man Geister bannt. Ah, das ist was anderes. Wir haben gute Grammatikbücher hier. Momentan bin ich nur an Geisterbannung interessiert, danke. Damit kenne ich mich aus. Hervorragend. Wie kann ich Geister bannen? Oder sagen wir lieber einsperren oder bewegungsunfähig machen? Ich glaube, was du meinst, ist ein Bannkreis. Das ist ein Symbol, das auf dem Boden gemalt wird. Geister können diese Kreise nicht verlassen, zumindest für eine Zeit. Hm, klingt nicht schlecht. Zeichnet man die Symbole mit Blut oder Salz oder dergleichen? Die meisten Leute nehmen Kreide, aber wenn das eher dein Ding ist, kannst du es bestimmt auch mit Blut machen. Eigentlich ist es egal, wie das Symbol auf den Boden kommt. Aha. Es ist ein Quadrat mit einem Kreis darüber, der genau den gleichen Flächeninhalt haben muss. Im Kreis befindet sich ein rechtwinkliges Dreieck. Klingt wie etwas aus einem Mathematikbuch. Mathematik. Hier geht es um Wissenschaft, nicht um Hokuspokus. Hey, das habe ich gehört. Okay, ein Quadrat mit dem Kreis drüber und einem rechtwinkligen Dreieck. Kennt man irgendwoher. Recht bald wieder.
Gut, Frage ist natürlich, wie bezeichnet man das? Mit dem Spiegel wahrscheinlich. Fragen wir die Ogre mal, ob sie Kreide haben. Oder sowas. Hallo, Zlov. Grump? Also wir können immer mit ihnen reden. Guten Abend, der Herr. Mit wem haben wir das vergessen? Ach, jetzt funktioniert's. Ihr nehmt mich auf den Arm, oder? Ich bin's, Ivo. Prinzessin Ivo? Dicke Elfe verkleidet. Sei nicht albern, Grump. Nur ein Gestaltwandler könnte sich so perfekt tarnen. Ihr müsst mich doch erkennen. Falls Sie einer der Leute der Ratsvorsitzenden sind, mein Bruder Grump und ich sind vorbildliche Bürger. Und wir kennen auch keine Prinzessin Ivo. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Und ausgerechnet jetzt ist natürlich der werte Herr, der im Chat die ganze Zeit verlangt hat, mit den Ogern zu reden, hallo, weg. Grump? Ach, schade, der arme Kerl. Ja? Prinzessin Ivo. Wegen des Amuletts. Beschützt mich vor Geistern. Funktioniert gut. Wurde noch nie von Geistern angegriffen. Dürfte ich es mir ausleihen? Nein, dann Grump schutzlos. Das Amulett zeigt zwar einen Bannkreis, aber es ist nicht magisch. Grump hat es für 3 Kupferlinge vom Grabbeltisch. Es könnte trotzdem nützlich sein. Ist meins. Gebe nicht her. Ich würde ja versuchen, ihn zu überreden. Aber es ist hoffnungslos. Er hat vor Geistern fast so viel Angst wie vor der kleinen Van Buren. Na. Danke für... Sie war... Ja, ja. Ich weiß schon, wie wir das machen. Hi. Nein. Nein. Du sollst so mit ihnen reden. Oh. Nervig. Hallo, Prinz. Wie wäre es, wenn ich dir etwas anderes für dein Amulett gebe, Grump? Ich habe einen Stein, der vorm bösen Blick schützt. Seit ich ihn habe, wurde ich von keinem Fluch getroffen. Gebe dir 5 Goldstücke dafür. Ich will den Stein nicht verkaufen. Ich will ihn gegen dein Medaillon tauschen. Aber Grump will gegen Geister und bösen Blick geschützt sein. Ach. Grump, ein Leben könnte davon abhängen, dass ich das Medaillon von dir bekomme. Grumps Leben davon abhängen, dass ich es behalte. No. Vielleicht Geister kommen heute Nacht. Ach, das wird so nichts. Das ist schon ein strenger Kerl. Na, wir müssen... Ja, ja, deine Mutter ist nicht in hellst dunkelster Nacht. Können wir ihn irgendwie ablenken? Müssen wir doch. Warum funktioniert es denn auf einmal nicht mehr? Gott, der verdammte Mist, der Kackewurst, ey. Was tun ist die Frage. Was tun? Hat Wilbur irgendetwas, das uns weiterhelfen könnte? Ich glaube nicht. Nein. Hat er nicht. 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 Wie können wir die beiden davon überzeugen? Wenn ich meinen Job richtig mache, gehöre ich bald mit zu den Staatsfeinden. Unter dieser Regierung würde ich das als Auszeichnung betrachten. Hatten wir, glaube ich, schon den Spruch? Ja. Hatten wir schon. Okay. Dann gehen wir doch mal weiter. Vielleicht finden wir an anderer Stelle... Ich bezweifle sehr, dass wir irgendwas... Ey, was machst du denn da, Ivo? Gott, verdammt, ey. Frauen. Stimmt, da hat der Chat gar nicht mal so unrecht. Esther und Gulliver könnten eigentlich mal was wissen. Ich meine, die sind ja schon halb Geister, so Zombie. Ich lasse den beiden. Sie müssen. Okay. Ach, jetzt auf einmal doch. Oh, hallo. Ich lasse. Sie müssen. Hallo.
Hallo, ihr beiden. Oh, hallo. Hallo, ihr. Oh, oh, hallo. Gott, was war das gerade? Eine Schleife. Arr. Okay. Frage ist jetzt halt wirklich, wie wir zu irgendwas kommen hier. Es geht doch nicht. Ja, es ist also wieder einmal diese Zeit des des Tages. Oh, warte mal. Warte, nein, nicht reden mit. Nicht. Ach, Ivo. Please, nein, stop. Prinz. Grump. Grump, danke. Okay. Gehen wir nochmal in die Bibliothek. Ich war nie eine Freundin davon, tote Tiere an die Wand zu hängen oder auf den Boden zu legen. Ich finde, sie sind im Wald besser aufgehoben. Kannst du aber. Entschuldigung. Kannst du aber nicht mitnehmen. Die in Büchern reden wird wahrscheinlich auch nicht. Ich. Komm. Ha. Ist ja wieder mal typisch. Interessanter Bug übrigens. Mist. Okay, was können wir jetzt also noch tun? Gehen wir nochmal nach unten und versuchen nochmal mit Ethel zu reden. Vielleicht kann die auch was. Wahrscheinlich kann sie nicht. Ja, wir können immer mit dir reden. Ihr schlecht! Ich habe Remy gefunden. Er ist verletzt. Hast du vielleicht so etwas wie einen Heiltrank? Werde sofort einen anrühren. Dauert etwas, wenn er stark sein soll. In Ordnung. Tu dein Bestes. Und kennst du dich zufällig mit Geistern aus? Abergläubisches Geschwätz. Kann man so nicht sagen. Da unten ist einer. Temperaturänderungen, Nebel, Luftzug, keine Geister. Da unten ist ein Geist und er hält Remy gefangen. Halluzination, Suggestion, nicht real. Bring Remy schnell her. In Ordnung. Kümmere du dich um den Heiltrank. Ich kümmere mich um die Halluzination. Schau, was ich für Remy tun kann. Ja, schnell, schnell. Ich würde gerne wissen, was er gerade gesagt hat. Da habe ich jetzt leider versehentlich übersprungen. Entschuldigung. Wir können jetzt tatsächlich auch nur den Erzmagier mitnehmen. Wir können ansonsten hier nichts machen. Scheiße. So, also. Ich lasse den. Sie. Ich möchte. Oh, warte mal. Ich lasse. Sie müssen sich entschuldigen. Ich möchte die beiden nicht mit meiner Verkleidung verwirren. Am Ende denken sie noch, es sei normal, von fremden Leuten freundlich angesprochen zu werden. Stimmt. Aber bei den ganzen besorgten Bürgern, die sich in Seefeld herumtreiben. Nicht, was ich und ehrlich gesagt. Ach, ist das anstrengend. So, Wilbur mit dir reden? Ja, Wilbur kann natürlich mit dir reden. Ach, Leute. So beidseitige Kommunikations. Ivo. Ja? Ansätze. Nicht weiter. Ich wollte nur hören, ob du da bist. Schön, ich bin da. Ivo ist da. Alles in Ordnung. Ich hasse dich, Wilbur. Du hast mir Hoffnung bereitet. Ah. Ich hasse den Kerl. Okay. Was zum Fix sollen wir jetzt also tun? Hör zu, Timmy. Ja? Ich habe... Also ich bin immer noch auf der Suche nach deinem Onkel. Ist gut. Du wirst ihn bestimmt bald finden. Ja. Ja, sicherlich. Würde er erfahren, dass sein Onkel dort unten verletzt in der Falle hockt, würde er sich nur größte Sorgen machen. Oder noch schlimmer, er könnte schnurstracks selber zum Tempel marschieren. Ich mach mich wieder ans Werk. Du schaffst das.
Okay. Gut. Der Timer sagt mir auch gerade, dass der Part vorbei ist. Also würde ich mal sagen, da wir hier an dieser Stelle gerade nicht weiterkommen, werden wir mal ganz kurz eine Verschnaufspause einlegen und beim nächsten Mal dann einfach mal schauen, ob wir dann vielleicht mal wissen, was zu machen ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, dieser Part hat euch damit so gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns dann daran machen, Remy zu befreien, der mittlerweile eigentlich zeitlich gesehen zumindest schon längst tot sein müsste, aber zum Glück noch am Leben ist. Also, meine Lieben, ich hoffe, dieser Part hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.